Hallo und herzlich willkommen zurück zu der Legacy Challenge mit Sims 4 und Familie Traumtänzer. Und wir haben Tonis Geburtstag. Ja, das Erwachsenengeburtstag. Und das heißt für uns im Grunde, dass Toni jetzt auch ausziehen wird, bald, demnächst. Oh mein Gott. Halt. So, habe ich ihr jetzt eigentlich schon. Ja, ich habe ihr schon hier die. Nee, Quatsch, ich bin noch gar nicht auf Toni. Aber ich habe ihr auch schon die Entertain-Karriere hier gegeben und sie sieht in diesem Outfit echt heiß aus. Die liebe Toni. So, was müssen wir denn noch machen? 3 Stunden mit dem Geburtstagssim Kontakte knüpfen. Okay. Muskeln zeigen, Fitnesstraining, Reparaturtipps kann ich dir nochmal geben, Ästhetik beschreiben. Ich weiß immer noch nicht, wie ich dich unterrichten kann. Das weiß ich immer noch nicht. Beste Freunde werden, gratulieren, über Kochen reden. So. So, mein lieber Theo. Du räumst gerade auf, oder was machst du gerade? Und natürlich ist unsere Sophia. Die ist jetzt auch irgendwo. Was war das? Achso. Wir hatten beste Freunde. Oh Gott, oh Gott. So, Sophia, die hat hier oben Spaß beim Lama-Spiel. Sims gleichzeitig Musik hören lassen. Okay, dann lasst mich mal ganz kurz Musik hören. Dann den Theo Musik hören. Und dich lasse ich auch nochmal ganz fix kurz dann Musik hören. So. 1, 2 und 3. Oh, die anderen kommen auch schon. Tamara, du kannst hier einmal wie ein Dings pieseln und... Warte mal. Du musst noch eine Gourmet-Spezialität zubereiten. Gourmet-Menü. Mach mal nochmal einen Gourmet-Obstkuchen einfach. Erwachsenen einen Toast ausbringen lassen. Wie mache ich das denn? Wo ist denn Toni jetzt? Was machst du denn hier? Guck mal, kannst du dich mal mit ihm unterhalten oder so? Nö, ne? Verdammt. Was hab ich, wollte ich eigentlich bei ihr? Silber müssen wir mindestens bei ihr schaffen. So, warte mal. Wo ist denn der andere? Der andere ist hier unten. Klopf, klopf, Witz und kennenlernen war da gerade doch. Willkommen, danken. Kennenlernen. Der Sitz hat eine emotionale Aura. Boah, den aktiviere ich mal. Ich habe keine Ahnung, was das für mich ist. So. Und du? Insiderwitz und Hände küssen und komm, wir techteln mal im Busch. Ich muss ja mit ihr irgendwie befreundet sein. Lauf die, geh. Theo. 4, Comedy-Fähigkeit. Okay, was hast du gerade gemacht? Mit Geburtstagssim ein Spiel spielen. Oh, verdammt. Theo. Dann mach mal, irgendwie müssen wir noch was tun. Warte mal, spielen mit Javi. Guck mal. Das, ist, was du anhast, ist sowas von cool irgendwie. Hat das jetzt nicht geklappt mit dem... Okay. Okay, wir gehen mal... Komm, wir machen schon einfach. Baby machen mit Sophia. Auch wenn wir noch nicht verheiratet sind. Das hat aber ja keiner gesagt, dass wir das sein müssen. Alexa ist im Bett. Bist du richtig im Bett? Ja. Tamara, die ist noch hier am Machen. Ihre eigene Sache hier nachgehend. Sven macht dir lauter Dinger hier. Und Theo. Warte, Theo. Wann ist es soweit? Ich weiß nicht, was ist denn mit dem... Und dann noch einen Gartensalat müsstest du zubereiten. Wo haben wir denn den Gartensalat? Da.
Partygröße meinetwegen, weil ich weiß jetzt nicht, bin mir nicht sicher. Lieber mache ich den. Gott, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Mach nicht, spiel nicht so viel beim Kochen. So, unsere beiden Süßen, die hatten ja nicht das erste Techtelmechtel. Aber, Gott, Theo ist total kaputt schon mal. Euer Bett, das ist euer gemeinsames Bett. Sie stehen am Bett und ich weiß noch nicht so genau, was sie tun. Sie überlegen sich das irgendwie gerade noch so ein bisschen. Das hat funktioniert hier. Silber haben wir zum Glück. Ob es funktioniert hat, das gucken wir dann nachher mal. Mit einer Weile so einmal trinken. Tamara, kannst du auch mal? Komm, geh du mal was trinken. Kann ich nicht jemandem sagen, trink mal was? Oder einen Toast aus. Ich habe keine Ahnung, wie ich einen Toast ausbringen lasse. Du musst mal gleich auf die Toilette. Komm, Javi, trink du auch mal einen mit hier. Da stehen genug rum. Weil Tamara muss hier noch den Gartensalat fix fertig machen. Oh, schade. Okay. Gartensalat wird noch gemacht. Wir haben... Du hast das, hoffe ich, auch geschafft. Nein. Ich habe doch 3 geschafft. Vorhin waren schon 2 da gestanden. Wie doof ist das denn? Ich habe gekocht und gekocht und gekocht und ich habe nichts geschafft. So, meine liebe Tamara, es ist aber jetzt wirklich auch Zeit, dass du ausziehst bei uns. Es ist wirklich, wirklich Zeit. Das mache ich jetzt gerade auch. Welten verwalten, nur Welten verwalten gehen. Und dann werden wir Tamara jetzt wieder, also auch nach nebenan, ausziehen lassen. Und Toni lasse ich gerade noch mal ganz kurz da. So, ich hoffe, ich krieg's hin. Ja, mehr. Und dann Haushalt verwalten. Und dann zwischen Haushalten verschieben. Und ich will sie und, genau, hier rein. Da ist nämlich die Tessa ja auch und da ist Ted auch noch drin. Und dann schiebe ich dich hier nach drüben. Und Toni lasse ich jetzt gerade nochmal hier. Ja. So, dann spielen. Also wir sind zu viert und das Baby, ja, schauen wir einfach mal. Ich habe jetzt gar nicht mehr geguckt, was, was Tamara noch in ihrem Inventar hatte, aber hat sie jetzt einfach mitgenommen. Ich glaube, die Eier hatten wir ja auch alle rausgeholt bei ihr, meine ich. So viel ich glauben kann. So, ich gucke jetzt auch mal gleich, was hat Sophia jetzt. Ich habe ihr doch auch jetzt einen Beruf gegeben, meine ich. Ja, genau. Sie muss eigentlich um 9 Uhr arbeiten gehen. Ja, wir schauen mal, inwiefern das alles so bei ihr funktioniert. Alexa. Party ist nämlich zu Ende. Jetzt gehen wir mal wieder hier dran. Und ich habe immer noch kein... Das ist... Ach du Schande. Das hier ist wirklich von einem... Ein Kleinkind gemacht. Das heißt, ich kann... Wer ist das? Tristan. Ich kann hier noch nicht mal jetzt was machen. Weil hier steht... Aufbau von Fähigkeiten wie Kreativität, Mental, Motorik und Sozial. Ah, das wird sie nie erreichen. Das wird sie niemals erreichen. Das ist ja blöd. Okay, wir gucken mal hier rein. Kind heiraten lassen. Okay, das können wir noch kriegen. 10 Mal mit deinem Kind oder Enkelkind Kontakte knüpfen. 4 Enkel. Oh Gott, gute Freunde mit
4 Kindern oder Enkeln sein. Okay, wir switchen mal zu große Familie. Matriarchinnen geben Fähigkeitenschübe, wenn sie mit ihren Kindern zusammen sind. Okay. Verdammt. Okay, ja, Theo wird bald, denke ich mal, heiraten. Von daher hoffe ich mal alles gut. So, Theo, guck mal, was hier, wie sie aussieht. Oh, wobei, du bist echt müde. So, Pinsel mal fertig. Und ich weiß gar nicht, ob wir... Ach, ich sollte mal weitermachen, sonst schaffst du es auch nicht, ne? So, was kann ich... Das kann ich schon mal wegmachen. Was ist denn das da? Gourmet-Obstkuchen. Na, dann mache ich das auch mal weg. Aber den Rest können wir, glaube ich, wegschmeißen. So, was ist denn... Oh, was ist denn jetzt passiert? Ah, irgendein Geist ist hier. Hier, reparier mal. Kannst du das? Warum stehst du nicht auf? Bist du geschockt von dem Geist oder was? Hier. Fischen. Sie hat immer noch eine super Figur. Also wirklich, das ist Wahnsinn. Hier, guck mal. Und dann reparier das nochmal. Und dann schlafen und... Du musst sowieso erst um 17 Uhr arbeiten gehen. Gut, bis dahin. So, ich guck mal zu unserer lieben Sophia rauf. Und ich würde nämlich jetzt super gerne einfach, ja, einmal verwenden und einmal Schwangerschaftstest. Und dann darf sie noch mal kurz eine erfrischende Dusche nehmen. Wie geht's Theo? Theo, musst du auch heute? Oh Gott, ja, um 8 Uhr. Du hast deine ganzen Sachen noch nicht begonnen. Das ist natürlich blöd. Aber okay. Sie sieht schon ein bisschen schwanger aus, finde ich. Aber wir müssen auf jeden Fall auch noch heiraten. Ich bin mir nur so echt unsicher. Mit bestem Freund auf Lebenszeit verheiratet sein. Romantisch heiraten. Diese Sozialaktion wird freigeschaltet, nachdem ein Sim seinen Schatz einen Antrag gemacht hat. Ah, okay. Wartet mal. Guck mal, ich gehe... Oh. Ich sag eben auch mal, soll man da drüben duschen? Ah, sie macht noch den Schwangerschaftstest. Glaube ich. Oder? Ja, kommt noch. Toni, was ist mit dir? Was machst du denn? Okay, reparier das auch mal. Oh, was ist denn hier los heute? Ja! Wir sind schwanger. Und dann schlafen. Aber oh, das ist noch nicht repariert. Egal. So, dann... Ihr zwei Turteltauben. Okay, wartet mal. Ewige Liebe schwören. Und guck mal, die ist... Die sieht jetzt schon schwanger aus. Heiratsantrag machen. Darfi. Brinzeel. Rafa. Nomiv Mersha? Ach ja. So, und jetzt, Moment. So, wir sind verlobt und jetzt soll was kommen? Romantisch heiraten. Sophia sofort heiraten, Hochzeitsfeier planen. Okay, Verabredung, Techtelmechtel, verführerisch. Nö, also, okay. Ich quatsche noch mal ein bisschen mit ihr. Bewunderung ausdrücken. Kompliment über Aussehen, brillante Empfindung enthüllen, bitten in die Sterne zu gucken. So, also, dass ihr beide mal ein bisschen wirklich... Oh ja, sie geht erstmal duschen. Und dann doch nicht. Ich kann nicht, wenn du bei mir zuguckst. Ja, umstylen wollte ich sie ja auch noch. Meine Güte, es ist momentan echt viel zu tun. Und ich wollte doch noch auch noch Eier sammeln gehen, ja? Alexa, yay!
Alexa, da kann ich nämlich, apropos Eierarzt und so, geh du doch mal in den Garten, vielleicht finden wir noch welche. Das ist Tristan und das ist Tabea. Unser lieber Tassilo ist bis jetzt noch nicht aufgetaucht. Wo ist denn Toni hin? Sag mal. Hast du jetzt so lange hier unten gebraucht? Meine Güte. Und hier ist noch der Doc Brown auch noch. Oh mein Gott. Level 8, Gartenfähigkeit. Du bist sehr energiegeladen. Warum? Was hast du denn alles gemacht? Eieiei. Wegen Dekor? Was haben wir denn? Übrigens, wir haben 200.000. Ich habe da noch gar nicht drauf geachtet. So. Was macht ihr zwei? Er duscht. Wo ist Sophia? Was hast du jetzt? Du hättest Hunger und Hüllhygiene immer noch. Das ist wieder Doc Brown. Okay, geh dann du mal bitte hier nachdenklich duschen und nochmal öffnen, was essen. Kuchen nehmen. Mach mal einen Gartensalat. Hier habe ich noch ein paar Eier bei ihr. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Aber ich meine, das haben wir und die haben wir auch. Alexa. Alexa hat ein Ei. Das ist aber das Ei hier oben. Yep, und das da ist das hier. So, mehr Eier hat sie noch nicht. Und das hier? Das ist mit den Herzen. Das ist das hier. Und das hier ist das hier. Ach, Manu. Level 5 Fitness. Was machst du denn, Theo? Wo bist du denn? Ach Gott, du bist alleine zum Trainieren runtergegangen. Das ist auch sehr nett. Alexa ist fertig. Du musst aber noch. Kannst du hier auch? Guck mal, Anmachsprüche üben. Du sollst nicht deinen Sohnemann hier irgendwie anmachen. Oh, okay, dann mach das doch hier. Anmachsprüche üben. Noch ein bisschen einparfümieren. Und jetzt gucke ich aber mal, weil ich muss Charisma. Genau, okay, super. Oh Gott, da bin ich gerade bei 5 angekommen. Die muss 6. Oh mein Gott. Na, sie hat heute noch mal frei und kann hier mal ein bisschen sich damit beschäftigen. Und noch mal. Sehr kokett. Okay, wow. Whirlpool, Techtelmechtel würde das ein bisschen abrunden. Okay. Sie übt. So, Sophia. Wie schaut es denn hier oben eigentlich aus? Guck mal, das kannst du aufräumen. Du müsstest noch Berichte. Ach nee, das haben wir abgeschlossen. Okay. So mal, Fähigkeiten. Hast du alles so ein bisschen angefangen, aber nichts wirklich definitiv. Okay, dann würde ich mal sagen, kannst du noch mal alles hier aufwischen und guck mal, das kannst du vielleicht mal versuchen zu reparieren, während Theo unten noch hier. Oh Gott, ich wollte doch mit euch auch noch. Oh, verdammt, ich wollte doch eigentlich die Sinnfrucht holen gehen. Ja, da hätte ich jetzt aufhören müssen hier. Oh, das muss ich noch unbedingt daran denken. Ich weiß nämlich nicht so genau, wie lange ich das eigentlich tun kann. Über Ostern. Ich habe das irgendwie, glaube ich, gar nicht gelesen. Ich muss das mal nachlesen, wie lange das geht. So, meine Güte, Sophia. Was machst du? Warum? Okay, warte mal, Sophia. Weißt du was? Warte mal. Wir haben noch ganz kurz Zeit. Wir gehen mal mit dir auf Reisen. Das mache ich jetzt mal ganz kurz. Und wir nehmen jetzt. Nee, wir nehmen jetzt keinen mit. Du gehst jetzt mal ganz alleine auf Reisen. Das erste Mal, Sophia, auf Reisen. Und, ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich meine, da in der Gegend ist doch auch so ein Gärtner-Dingsbums.
Ja, da war dieser Baum auch, genau, da war's. Zumindest. So, dann wird Sophia jetzt mal zu der Sümpfhucht gehen. Ich hatte das ja bei Zeit für Freunde, da habe ich es schon gemacht. Okay, so. Ich stelle mich auch mal einfach mal freundlich vor. Dich kenne ich schon. Freundlich vorstellen. Und aber dann gehe ich hier hinten hin und ernte erstmal hier hinten. Das mache ich mal weg. Und ernten. Ernten und hoffe mal, dass die dann kommt. Was ist das eigentlich? Was ist das? Zeitungsdinger, ach du Schande. So, ich spule mal ein bisschen vor. Bis jetzt läuft. Ah, da kommt sie. Hier ist sie doch. So. B-b-b- für Einsteiger. Was ist eigentlich nochmal die Simfrucht-Herausforderung? Nein, du sollst nicht meine Sachen ernten. Ich will ernten. Wo ist sie denn jetzt, Sophia? Sophia? Wo ist sie denn? Ach, du musst doch gleich noch zur Arbeit, meine Kleine. Du musst dich ein bisschen beeilen jetzt hier. Kostenloses Basis-Einsteigerset. Denke dran, hier darf man halt nur eines. War das? Viele Sumpffrüchte, wenn du mir 20 Stück bringst. Ach ja, genau, okay. Super. So, dann ernte. Ach so, Moment. Der Dünger. Den Dünger wollte ich auch noch bitte haben. Okay, super. Wer ist denn das? Wer ist das? Emma Erlund. Emma Eklund. Ja, da habe ich mal wieder so ein paar Sims einziehen lassen aus der Community. Ja. Theo ist zur Arbeit. Oh, Sophie muss in circa einer Stunde zur Arbeit. Dann kannst du nochmal hier ernten. So, die Dinger dahin brauchen wir nicht. Darauf habe ich gehofft. Das ist ein Ei, das wir noch nicht hatten. Sehr schön. Dann nimm nochmal hier vielleicht. Das ist John Quinn, der ist jetzt Senior geworden. Hä? Kannten wir noch keine Pilze? Ich weiß gerade nicht. Komme ich mir jetzt gerade ein bisschen seltsam vor, aber okay. Ernten. Gut. Ich weiß nicht, ob man das auch angeln kann. Nee, das hieß es, glaube ich, nicht. Und dann musst du fast direkt schon mal. Gott, wie sieht es denn hier aus? Da können wir vielleicht noch graben und Frösche. Ja, so viel schaffen wir gerade nicht mehr. Elena, Glückwunsch zu deinem neuen Job. Ich glaube, das ist genau das Richtige für dich. Danke. Genau, wo ist sie denn jetzt? Oh, sie schleppt sich. Ach du Schande, sie schleppt sich hierher. Hat noch irgendwas gefunden und dann das hier gefunden. Und ja, genau. Dann gehen wir zur Arbeit. Und das heißt für mich, ich gehe doch wieder hierher zurück. Würde ich jetzt gerne wieder, oder? Ja. So, aber ich sage jetzt erstmal ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Ich muss daran denken, diese Sumpffrucht dann auch zu pflanzen. Und das Ding ist natürlich, vielleicht sollte ich noch ein paar andere holen. Also, dass die Sumpffrucht mitholen, ne? Hätte ich vielleicht daran denken können. Aber egal. Ich sage jetzt erstmal Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Naidao. Ciao, ciao.